Wer das Klima belastet, finanziert jene, die fürs Klima Gutes tun. So funktioniert Klimaneutralität. Ein Landwirt aus dem Thurgau düngt seine Böden beispielsweise mit Kompost. So können diese möglichst viel CO2 speichern. Dafür kann er sogenannte Klimazertifikate verkaufen. Hier kommt Southpol ins Spiel. Das Zürcher Unternehmen entwickelt Klimastrategien für Firmen und Institutionen und finanziert so Projekte zur Emissionsreduktion auf der ganzen Welt. Der Hauptsitz im Technopark in Zürich ist nur die Spitze des Eisbergs. Southpol ist ein Netzwerk aus Gleichgesinnten rund um den Globus. 850 Menschen aus 50 Ländern betreuen fast 1000 Projekte. Die Gründer von Southpol sind 5 einstige ETH-Kommilitonen. Ihr erstes Projekt in den Nullerjahren, den CO2-Ausstoß mittels Flugticketabgabe kompensieren. Daraus entsteht die Stiftung My Climate und 2006 schließlich Southpol. Damit Klimaschutz funktioniert, muss es sich auch lohnen. Mit 3000 Kunden auf der ganzen Welt zeigen wir, wie man CO2 einsparen und damit auch Geld sparen und wie man verbleibende Emissionen kompensieren mit Projekten auf der ganzen Welt. Dabei ist uns Transparenz und wissenschaftliche Genauigkeit sehr wichtig. Am Schluss des Tages willst du wissen, wie viel CO2 habe ich wirklich eingespart und wie viel Geld habe ich dabei gespart. In den letzten 5 Jahren hat Southpol die Entwicklung von über 300 Klimaschutzprojekten gestartet. Aber nur was die Menschen lokal verstehen, kann global funktionieren. Deshalb finanziert Southpol nicht nur Projekte in Honduras, sondern auch im Kanton Thurgau.